es noch einen Ausgang? Der Turm! Da ist ein offenes Fenster, an das sie nicht rankommen. Ich gehe hoch. Such du einen anderen Weg. Ach, hier werden wir einmal direkt abgefackelt. Ups. Ivo, lauf zum Kirchturm! Unterwegs, Schäfe! Komme ich hier durch? Ah ja. Eieieiei. Die Frage ist jetzt, wer war das? Ah, versperrt. Wer hat die auch zugemacht? Lass mal sehen. Kann ich einfach durchrennen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, aber es tut ein bisschen weh. Wo lang? Auch versperrt. Jetzt irgendwo im Turm hat's geheißen, ne? Hep! Ich wollte hoch, nicht runter. Wieder kurz ein Lag. Also irgendwie mag mich Remote Play heute nicht. Okay, ich glaube, da hoch kommt man nicht. Ich drücke hier X für nix und ja, ich bringe einen Down runter. Also gehen wir davon aus, dass da nix ist. Hep. Oder vielleicht so rum. Hep. Auch nicht. Na gut. Nein. Nein, halt nicht. Nein, halt nicht. Hep, hep, hep. Am Turm. Mal sehen. Also ich kann hier durch. Erstmal ein paar Pfeile sammeln. Das Gute ist, man hält hier ewig Zeit. Also die Idee wäre hier, das Glas aufzumachen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu eng. Es sieht zumindest ein bisschen eng aus. Na komm. Kletter. Ah, das sieht ein bisschen eng aus. Also hier komme ich nicht durch, aber ich könnte vielleicht da nach oben kommen. Ja. Na komm. Ah, die Steuerung ist hier ein bisschen fusselig. Hep. Ah ja, das sieht gut aus. Ui. Wer hat hier was angezündet? Ohne mich. Also wirklich, Leute. Der Kompass. Der ist freigeschaltet worden hier. Bisselin. Gut. Wo bist du hin? Oh Gott, der Kompass! Ich finde dich! Erstmal! Ja, alle retten! Und ihr macht euch hier weg! Seid wohl Freunde, meine Freunde! Ihr zahlt mit eurem Leben! Yep. Ihr zahlt sowas von mit eurem Leben! Uns einfach hier ins Feuer einzusperren! Bitteschön! Happy! Könnt ihr nur! Ohne mich ein Feuer anzuzünden! Limit da, ich sag's euch! Ja. Yep. Das! Ja. Yep! Yep! Tschüss! Zählich! Boing! Ah, jetzt mal raus hier. Weg hier. Vom Dach aus konnte ich die Stadt überblicken. Im Hafen liegt eine neue Flotte vor Anker. Der Kompass, das Schwein. Wenn wir die Rutten bemannen, die Afgos gebaut hat,
könnten wir einen wahren Pfeilhagel auf sie niederprasseln lassen. Ich würde eher die Flanke nehmen, um dieses Heer zu umgehen und die Boote zu erreichen. Wenn wir der Bestie den Kopf abschlagen, werden die Männer des Ordens leicht zu besiegen sein. Das klingt nach einer Idee. Ich könnte auch sagen, ich gehe alleine. Ich mache Dritteres. Ich gehe lieber allein. Das ist sicherer für euch beide. Was auch passiert, heute Nacht endet es. Möge Gott unsere Schwerter lenken und uns den Rücken decken. Seid nicht leichtsinnig, Stimme der Vernunft. Wir sehen uns, wenn es vorbei ist, Erke. Verlass dich drauf. Viel Erfolg, meine Freunde. Der letzte Satz gerade von ihm macht mich gerade ein bisschen stutzig, muss ich sagen. Aber lassen wir das erstmal. Attack auf! Ich bin hier am Durchrennen. Ignoriert mich bitte, ja? Von der Thames aus angreifen. Bitteschön, dieses kleine Flüsschen hier, das aus England fließt. Ist sicher nicht auffällig oder so. Hallöchen! Bang, bang, bang. Eieiei. Alter, alle bitte. Da ist eine Balliste, die mich ja amüsiert. Ja, Ballisten sind nicht schön. Die sind wirklich nicht schön. Das sind immer die Werkzeuge mit den drei Pfeilern. Erstmal hier das hier essen. Weg da. Also was ähnliches wie eine Balliste, dass er hier schießt. Yep. Wird wieder angevisiert. Wer schießt hier auf mich? Der möge sich bitte melden. Ballistenschießer, könnt ihr bitte aufhören zu ballern, das ist ja gefährlich, was ihr macht. So, weg, 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 weg. Ja, tschüss. Tschüss, hab ich gesagt. Und du auch. Nächste bitte. Hallöchen. Weg da, weg da, weg da. Ja, was ist los, sag ich euch? Blub. Mal abgefackelt. Ach, wo ist euer Boss? Au. Au. Ich dachte, ich wäre hier in einem sicheren Winkel. Nein, bin ich nicht. Ich brauche eine andere Winkel oder ich muss ihn instant finden. Wie gesagt, sobald ich ihn finde und erschlagen habe, sollte der Rest kein Problem sein. So, wo ist unser Freund? Wo ist denn er? Ups, Hallöchen! Boing! Weg da! Hier wird eingeheizt ordentlich. Also wenn du Wasser brauchst, ich folge dir gerne. Autsch. Hey, ihr. Da was für euch. Njup, njup, njup. Danke, 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 danke. Aua. Okay, das ist hier extrem gefährlich. Ich brauche einen anderen Plan. Oh, lass mich hier bitte mal durch. Ich will zu eurem Boss. Wo der auch immer ist. Ich würde sagen, auf irgendeinem dieser Schiffe. Autsch. Lass mich durch, danke. Whoops. Ich habe die Idee. Mal schauen, ob das funktioniert. Ah, da vorne. Bin nicht da. Ich bin nicht da. Astros und Friedeswitt waren überheblich. Das ist also der Kopf. Hallo. Du, red nicht so viel. So, weg da. Ich habe keine Heilung dabei. Das wird ein sehr interessanter Kampf. Yep. Rührt vielleicht einer von euch einen Finger, um seinem Herrn beizustehen? Wie wär's mit Nein?
Au. Ich muss gerade auf meine Ausdauer ein bisschen achten und meine HP sind nicht vorhanden. Oh. Kann einen Pfeilhagel befehlen, der Gute. Der ist schnell. Ah, der ist sehr schnell. Und aufpassen hier, schön aufpassen. Ah, warte, warte. Ich wollte das gerade parieren und dann geht's nicht. Ah! Uiuiuiui, das war knapp. Ich lebe gerne auch gefährlich. Du auch? Ich werde wieder angeschossen hier. Hep. Wo ist denn du denn? Uiuiui. Alle hab! Tschüss! Und ab ins Wasser mit dir. Was? Was zum? Was zum? Hä? Was? Hä? Was ist da gerade passiert? Ich muss normal besiegen, schon klar, aber. Hä? So, mein Guter. Auf ein neues. Hallöchen. Ich will erstmal da hoch, bitte. Dankeschön. Upsa. Du und ich. Wie wär's? Nein, tun sie nicht. Yep. Werden sie nicht. Autsch. Whee. Da habe ich mal komisch gesteuert. Nicht, dass dasselbe passiert wie vorhin, ja? Das war nicht so schön. Ah, hep. Ah. Nee, ich versinke nicht. Ah, der greift sehr oft mit seinen roten Sachen an, gerade hier. Nicht blockbar sind. Ups, reparierbar. Jetzt, wenn man es dreht. Hep! Ah, kannst du aufhören, bitte? Oder nee, mach weiter. Whee! Hep! Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, du Pfeilhagel befehligen, kein Problem. Hep! Tschüss! Boing! Eieieiei! Aufpassen hier! Oh, Pfeile! Pfeile! Sehr schön! Alle Pfeile der Welt, kein Problem! Die hat Reichweite, die Waffe! Hüpp! Hüpp! Nee, du! Und bleib dort! Oder auch nicht. Was zum Teufel. Ah. Jetzt aber. Au. Der ist tot. Da braucht man nicht mehr bestätigen, aber okay. Zu Asche verbrennen, was man nicht besitzen kann. So führen sich nicht mal Kinder auf. Zur Hölle mit Lunden. Udigard hat gut daran, es niederzubrennen. Ein Scheißhaus aus Stein und Mörtel. Nur in Flammen strahlt es hell und schön. Wirst du nun über diese Asche herrschen und das Volk deiner Willkür unterjochen? Du verfügst wahrhaftig über Macht. Macht, die du dir verdient hast. Meine Arbeit in Lunden ist getan. Das reicht mir. Lunden war nicht mehr als ein Anfang. Mein Orden reicht weiter, als eure kleinen Schiffchen euch tragen können.
Vergiss das nie, Trück, mein alter Freund. Ein Mann auf See mag Gold und Ruhm haben. Doch er ist immer ein Sklave der Gezeiten. Wir sind diese Gezeiten. Tschüss. Puff, das wollen wir mal aufräumen. So, der hat sich erledigt. Der Kampf aber nicht ohne. Definitiv nicht. App, einmal bitte zurückwechseln, sind jetzt die ganzen Leute hier weg. Wie die beiden gesagt haben, sobald er erledigt ist, ist ja Ruhe. Aber sowas von Ruhe. App. Ach so, soll man rüberkommen. Ja gut, ich hab's über Unterwasser gemacht. Es gibt immer mehrere Wege. Hallo. Hallo. Da bist du ja. Dir haben wir unser Glück zu verdanken, Dränger. Wie sehe ich aus? Halb betrunken und halb verbrannt? Weder noch. Und das Blut auf deiner Klinge steht dir gut. Der Kompass ist tot. Lunden gehört euch. Reißt es ab oder baut es auf? Wir bauen auf. Wir verstärken die Mauern, führen Familien zusammen. Und diesmal nehmen wir weniger Holz und mehr Stein. Nicht jetzt, Erke. Ich brauche einen Moment, um zu beten. Den nehmen wir uns gemeinsam. Bis wir uns wiedersehen, hoffe ich, ihr steht mir auch bei, wenn ich euch rufen lasse. Du kamst nach Lunden auf der Suche nach einem Freund, Eivor. Gefunden hast du zwei. Eiburger, das hast du dir verdient. Ein Silberring für deinen Rabensitz. Trück hat ihn mir einst geschenkt. Ich denke, du hast es dir verdient, ihn zu tragen. Ich bin gerührt, Erke. Ich trage ihn mit Stolz. Danke, sage ich nur. Ich werde definitiv hier nochmal vorbeischneiden. Definitiv. Es gibt hier noch so viel zu holen in den Lunden. So vieles, Kleinigkeiten und sowas. So, der Kompass ist nicht mehr und sie haben uns ihre Loyalität zugesichert, könnte man so sagen. Ich würde sagen, gehen wir zurück zu unseren schönen Hauptsitz. Ups. Und zu sagen, jupp, die sind jetzt bei uns auf unserer Seite. Sollten wir dir wahrscheinlich einen Haufen Erfahrungspunkte geben. Bin gespannt, wo es als nächstes hinführt. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, in Osten. Obwohl, da gibt es ja nicht mehr viel zu tun. Zumindest in East Anglia gibt es ja fast kaum was. Da war ich ja schon. Aber es gibt noch mehr als genug Umgebungen. Ich glaube, ich werde mich auch mal versuchen, an die Reiter versuchen, die herumreiten. Die sind ja auf Level 90 vorgeschlagen. Mal schauen, ob ich sie hinkriege. Mal schauen. Wir sollten bald los. Worüber sprachen wir? Wir könnten seine Spur verfolgen. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja. Wir könnten seine Spur verfolgen. Randvi, ich hab was für dich. Dummheiten angestellt. Frohe Kunde. Macht ihr so etwas öfter? Eigentlich nie. Deshalb mache ich mir ja solche Sorgen. Ich habe dir doch erzählt, wie wir ihn gefunden haben, nicht wahr? Das hast du. Hallo? Ein weißer Hirsch führte dich zu einem Findelkind im Wald. Eine Schicksalsbegegnung. Schicksal, genau. Als ob ihn ein Beschützer an den Nächsten übergeben hätte. In etwa wie ein Kind im Schilf. Grüße, Eivor. Hi. Aber warum sie da ist, das ist unsere Jägerin. Sie hat ihren Freund verloren, könnte man sagen. Ich habe die Quest mal angenommen, die verfolgt mich jetzt immer andauernd, wenn ich hier bin in Hefnatorp, also lass die mal bitte links liegen, ja. Oh, Hallöchen, Randvi. Lunden steht uns bei und ist frei vom Orden. Gut, Heitam wird zufrieden sein. Ja, von der Heidenarbeit. Oh, unsere Ortschaft levelt auch gerade ab. Das ist schön.
Level 4. Öffne Tor. Ein Haus, ein Getreidehof und ein Geflügelhof. Bei Valkas Hütte scheint etwas vor sich zu gehen. Vielleicht sollte ich mal nachsehen. Ein verdrehter Traum als Quest jetzt verfügbar. Ich bin nur neugierig. Wo geht's als nächstes hin? Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ich werde mich definitiv umsehen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ja, wo geht's als nächstes hin? Das Wissen. Ah doch, da oben. Ach du Ihr wollt mich veräppeln, oder? Wir waren jetzt gerade mal im 90er-Bereich, ja? Und das Spiel sagt mir jetzt, im jetzigen Zeitpunkt zumindest, ich soll dorthin, wo Stufe 52 empfohlen wird. Ich werde das auf jeden Fall nach hinten stellen. Definitiv. Vielleicht finde ich auch einen anderen Auftrag. Mal gucken, mal gucken. Ich habe es mir anders überlegt. Ja. Aber wenn wir schon mal hier sind, würde ich sagen, ich sollte gehen. Schauen wir uns mal die Ortschaft jetzt ein bisschen an, was es Neues gibt. Das habe ich mit euch zusammen ja schon lange nicht mehr gemacht im Let's Play. Das meiste ist ja immer Kleinkram. Und ich habe sowieso sehr wenig Ressourcen. So, wartet. Erstmal meinen Vogel rausholen. So. Sühnen, leite mich. Was haben wir denn hier Schönes? Also, wir haben hier ein Haus. Die Hütte der Serien, das kennen wir schon. Da hinten ist das Museum. Das hier ist neu. Haus von Alvis und Holmegier. Ah, ein Haus für Streitigkeiten. Gibt Festmalverstärkung. Festmalverstärkung ist was Interessantes. Da kann man nämlich für ein Festmal Leute und dann kriegt man für eine Zeit lang Buffs. Also, dass man stärker ist oder mehr aushält. Je nachdem, wie hoch das Level eurer Siedlung ist. Ein Geflügelhof gibt es hier jetzt neu. Dann da hinten die Bäckerei, die kenne ich schon. Dann die Tätowierwerkstatt, die kenne ich auch schon. Und das hier kennen wir auch, das ist die Waffenkammer. Das ist für die Flussüberfälle. Aber wirklich was Großes Neues ist hier nicht, interessanterweise. Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal zu einem guten Hayfarm und geben ihm ein paar Ordenssiegel ab, die wir bekommen haben von unseren schönen Reisen bisher. Wenn wir schon mal da sind und die Quest da ist, sage ich nicht nein. So, hallo Hayfarm, wie geht's? Einen guten... London wurde vom Orden bereinigt. Vorerst haben sie dort keine Macht mehr. Das sind gute Neuigkeiten. Ich würde sie gebührend zelebrieren, doch nun leidet Jovorwick unter demselben Befall. Die Stadt wird von Nordleuten beherrscht. Ich sollte dort leichter Verbündete finden. Das ist ein hoffnungsfroher Blick darauf. Sprich mit Randvi, wenn du dorthin reisen möchtest. Brauchst du irgendetwas? Nee, Dirk, obwohl, ich kann dir 4 Ordenssiegel geben. Hier. Damit hat der Orden nun weniger Mitglieder. Ah, gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger deswegen. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Giftiger Mach weiter Schmack. So und das Land wird von diesen Monstern frei sein. Okay. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ein neues Territorium verfügbar. Das habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Und schauen wir uns mal diese neue Fertigkeit an. Fähigkeit. Nahkampf, Fernkampf? Nahkampf, dachte ich mir. Giftige Schlag. Überzieh die Nahkampfwaffe in deiner rechten Hand mit Gift. Vergiftete Gegner erleiden mit der Zeit zusätzlichen Schaden. Das klingt nice. Ich nehme mal das hier raus. Mit dem kann ich eh nicht so gut umgehen. Das ist dieser Faustschlag da. Rennen und packen. Aber ich werde definitiv mal das hier ausprobieren, dass ich meine Gegner vergifte. Oh, warte. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das gibt's das auch als Fernkampffähigkeit? Cool. Das mache ich auch mal. Die Frage ist nur wo. Hier sind alle Fertigkeiten gut bei dem Fernkampf. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert. Ich nehme mal das X mal weg. Also wenn man auf Gift steht,
dann ist es jetzt definitiv besser als ich vorher. Gut. Weil ich jetzt ein bisschen hin und her gehe, aber wenn ich mal da bin, kann ich mal nachfragen, wo dieses neue Territorium ist. Weil Level 52 ist ein bisschen weit entfernt von mir, ja. Das sind über 100 Level. Das wird ein bisschen länger dauern. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ja, wieder mal. Zeig mal her. Also, ah ja, hier oben in Eofersgir. 190. Ja, also es ist besser als wie die 250 hier. Definitiv. Das habe ich, das habe ich. Obwohl. Wieso ist das auswählbar? Leckeres Gestier. Wahrscheinlich, weil da was Neues ist. Ich würde mal sagen, ich nehme das. Erzähl mir mehr über Legre, Kestashir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Cheopedun, um Oba und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Ja, ab geht's. Ihr seid gleich um die Ecke. Ich werde sie nicht warten lassen. Gut. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedun ist recht weit im Norden, am Trent. Ich glaube, ich war dort schon. Lass mal sehen. Ich war schon viel unterwegs im Norden. Ja, okay, ich war nicht so weit im Norden. Obwohl, doch, ich war dort schon mal. Upsi. Ja, gut. Aber ich würde sagen, ich mache mal jetzt mal eine kurze Cut-Pause. Nur eine kurze. Versuche noch so zwei, drei Sachen zu finden, wie zum Beispiel diese Rüstung da unten oder die hier. Und vielleicht mache ich auch noch ein paar andere Sachen. Wir sehen uns. Ja, bald wieder.